nur anfangen. Das ist brav. Eine sehr weise Entscheidung. So, Leute, Strategieänderung. Kann ich jetzt im ersten Ding schon 4 töten? Nein. Nein. Du kennst das Spiel überhaupt nicht. Du weißt gar nichts. Aber es geht. Aber ich hab recht. Siehst du? Das stimmt. Aber das hat gar nichts damit zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun. Das nennt sich Gorkis Skill. Obwohl ich noch nie gezockt habe, aber ich bin schon mit dem Spiel schon so gut bewandert, allein vom Zugucken. Ich kenne schon seine Mechanik in- und auswendig. Auf jeden Fall. Wie geht's eigentlich deiner besseren Hälfte? Die ist gerade nicht da, keine Ahnung, wo die ist. Ah, okay, mein Besuch ist unterwegs. Ich meine, wo kannst du hin, so? So. Nächste Runde muss ich dann angreifen, wenn mich jetzt keiner umbringt. Irgendwie. Der erste Kampf lief wieder, oder zweite, oder keine Ahnung, aber das lief am Anfang wieder so gut. Oh, da kommt der Fat Comment und irgendwie laufen die jetzt auch alle beschissen. Ja, das wird so nichts. Wie viel Leben hat eigentlich der Oberschief da? 100. Oh. Alles klar. Hätte ja fast klappen können. So, nächste Runde, mal schauen. Jetzt wird mich wahrscheinlich wieder einer von den linken drei treffen. Die Gegner sind aber auch saublöd platziert. Also ich finde diesen Kampf nicht nett, ganz ehrlich. Nett finde ich was anderes. Es sind Menschen, wie kann der Kampf nett sein? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus jetzt, oder? Ich zweifle daran, dass du den Oberschief nicht mit genug ins... Yep. Ein verdammtes Feld. Also kannst du 4 Stück. Also, du kannst die alle mitnehmen. Nein. Oder? Nein, nur einer nicht. Einer wieder nicht. Aber jetzt mach's einfach. Und arbeite mit dich mit dem jungen Gewehr nach vorne. Oder riskier's weiter. Das mache ich anders. Ich mache jetzt nicht riskier's. Und zwar mache ich das hier. Ich töte die hier alle. Bams. Den Oberchief, oh Glück, und wie viel? Und das plus 2. Miep! Bam, 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 Lack. Bam! Komm, das war Luck, gibst du! Was? Luck? Ja? Absoluter Skill! Pff. Pff. Alter, selber Skill. Oh, da oben sind noch 3. Oh. Nee. Das Ende. So, kommt's näher, 3. Ich hab keine Angst vor euch. Nicht ja, so nah, ja. Nicht so nah. Ah, Becky steht bis auf Körperkontakt. Warum hast du da? Okay. Egal, nein, schon gut. Nichts. Das heißt, ich rede wieder ein Rätsel. Das einzige Gute, was in diesem Kampf ist, das sind diese Planken hier, die mir die direkte Sicht, also die Schussbahn unterbrechen. Das ist das, was mir in dem Kampf richtig zugute kommt. Yep. Okay, der versteckt sich am Arsch der Welt. Der versteckt sich auch ziemlich weit weg. Und der macht gar nichts. Ich glaube, dass du nicht so 2 Brandmolotovs einfach reinwerfen kannst oder so. Brandmolotovs. Entschuldigung, Molotov-Cocktails. Tut mir leid, ich denke auch gerne meine eigene Bezeichnung einmal. Tut mir leid. Molotov-Cocktail! Auf echt oder nie wieder Sex oder so. So, dann muss ich jetzt Strategie ändern. What's up? So muss es sich anhören, wenn man kämpft. So, what da? Und dann nur so, fucking punch! Herr Blacky, wie empfinden Sie momentan Ihre Situation im Feld? Auf dem Feld. Momentan sehr gut. Dem stimme ich nicht zu. So. Immer weiter anschleichen. Like Assassin. Like Ninja. Nee, die Situation. Alle in einer Reihe. Nein! Okay, sie sind schon mal nicht blöd. Sind sie doch. Kannst du die 2 wenigstens da umbrezeln? Ja, kann ich. That's good. Was? Zing! So, jetzt muss man den einen umbrezeln. Yo. Oh Gott, hoffen wir, dass er jetzt nicht trifft. Du riskierst es gerade. Ein ewiges 2-Kombo, Mann gegen Mann. Er kommt näher, Blacky, er kommt näher. Was wird der Blacky? Die Klappe, muss ich konzentrieren. Die starren einander an.
Sie schenken sich nichts. Sollte es weiter nach oben gehen. Noch weiter, noch ein Stück. Sie stachen einander an. Warte, ich muss schauen. Dieses Feld ist hier, also kann ich noch eins nach oben gehen. Was ist los, Trainer? Pokémon Zitate vom Kommentator von der Wien. Ah gut. Kannst du jetzt umliegen? Nein, oder? Aber du kannst dich da Automaten verstecken. Meep. Das war ein Fehler. Stirb. Tot. Leute, so haben wir diesen Kampf auch geschafft und ich fand den zweiten Kampf sogar schöner wie den ersten, muss ich sagen. Ich muss sagen, also ich finde, ich habe mich echt gut angestellt. Du warst der Beste. Das war's, der Kampf ist vorbei. Pokémon-Orden, so. Okay. So, okay, hör bitte auf mit dem Pokémon-Zitat. Bis zum nächsten Kampf. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Was so ist das lustig? Ich finde sie scheiße. Sie haben der Situation gut gepasst. Vor allem, sie hat sich bisschen auf die Palme gemacht, das war lustig. Blackie, ich bin für die Unterhaltung da, da musst du so was Pokémon Zitate, mein Gorki 17 letztes Vorsicht! Warum? Hallo Leute, willkommen zu einem beschissenen Kampf. Oh nein, nicht der, den habe ich so gefürchtet. Ja, du fürchtest so vieles in deinem Leben. Nein. Okay, ich fürchte, warte, was fürchte ich? Meine Klassenlehrerin in Weißunterwäsche? Das wäre schon mal echt übel. Ja, ich weiß, was, mir ist das wurscht, ich stelle mich jetzt direkt vor ihn und hau ihn so mit der Flammenwerfer und so. So, was du davon? Du haust ihn mit dem Flammenwerfer. Hau ihn mit dem Flammenwerfer. Ich hab keine, keine Angst. So. Mal sehen. Mal sehen, ob das klappt. Das geht gut. Dass das wird. Na? 99 Schaden und er hat wie viel Leben? 100. So. Der kriegt mal 15 Schaden. So. Der geht natürlich voll an mir vorbei, weil er will ja unbedingt zum Köder. Na, hoffentlich kannst du die alle schnell töten. Los, Feuer, Feuer, Fire, Fire. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob will das Sister of Mercy auch dahin? Ja, ist auch nicht Köder-immun. Aber Sister of Mercy ist immun gegen Feuer. Sicher? Jo. Hat ein Feuerschutzsymbol drunter. Das ist ziemlich sicher dafür, dass er Feuer-immun ist. Ja. Oh Gott, der Schaffer ja mal brachial niedlich. Sind die auch schockgeschützt? Die sind auch schockgeschützt, ja. Die kann man nicht betäuben. Du musst den Gang da absperren. Das heißt, einer muss noch an die Seite und einer muss jetzt noch neben den anderen. Du musst den immer eins zur Seite bewegen. Also nur eins dann. Bringt ja auch nichts, weil der Sister of Mercy ist nur ein Feld groß. Ah, fuck. Ja, zumindest. Wobei ich finde, dass der Kampf ein bisschen an Flair verliert seit dem Köder. Findest du nicht? Ich weiß nicht, ohne Köder würde das hier jetzt echt schlecht aussehen. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem ist es ein bisschen zu einfach, oder? Ich habe eigentlich damit kein Problem, weil du schon so viele Kämpfe ohne Köder, wenn du so einen Köder hast, ist es ja okay, das ist halt ein bisschen lame, aber es hat niemand was dagegen gesagt und du sollst einfach nur die Challenge schaffen. Einfach nur die Challenge schaffen. Das heißt ja nicht, dass du dagegen keine. Das ist ja genau wie mit dem Ion-Gewehr, das war ja auch bei den vorigen Kämpfen einfach nur total hilfreich, weil du aus der Entfernung agieren kannst, ohne dass sie dich angreifen. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Mauer gebildet, das heißt, wir müssen jetzt alle links rum. Da könntest du das Mädel so hinstellen. Und jetzt könnte ich natürlich noch ganz gemein sein. Molotov Cocktail. Willst du jetzt nur das Mädel irgendwie da hinstellen oder so? Ich habe jetzt hier so eine Wand, eine Schutzwand aus Feuer gelegt und die Gegner müssen jetzt durch die Feuerwand durchlaufen. Das ist jetzt, sie können aber durch. Aber nicht, wenn der andere davor steht. Ah. Wie viel Leben haben die noch, die Fetten? Ach, keine Ahnung, zu wenig eigentlich. Eigentlich
müsste ich es nicht mal so sicher machen. Ich kann auch den hier Freezen, wie auch immer. Und dann hier mit meinem Cap an der Seite hingehen und sagen, hey, Arschloch, guck mal hier, was ich hab. Ich könnte wieder zurückgehen. Fertig. Das ist ziemlich gemein eigentlich. Ach, geht. Der hat noch 13 Leben. So, stirbt auch in der nächsten Runde. Ja. Salvin geht mal ein. So, der geht mit dem Baseballschläger auf den los. Ionengewehr ist ja Schwachsinn, weil ja genau, die haben Energieschutz und Elektroschutz sogar. Das Medusa wäre ja gar nicht praktisch. Ja, Medusa wäre ja noch nutzlos. Sie können zwar betäuben, auch nicht, weil Betäubungsschutz haben sie auch, aber betäubt wird Schaden machen. Also Medusa wäre ja ziemlich nutzlos. Gegen Sister of Mercy vielleicht noch. Also die hätten uns gebracht, so der ist tot. Ich find's eigentlich schade, es ist gerade sehr gut geworden. Nee, Blacky, guck mal, also wenn du jetzt auf Köder verzichten willst, dann hättest du aber auch aufs Ionengewehr verzichten müssen, ist meine Meinung. Weil dass du da von. Und auch von, auf diese Raketensachen. Weil dann kannst du aus der Ferne einfach mal total den Schaden rauskloppen und hast nicht gesehen. Ja, am besten gleich komplett ohne Items. Ja, nee, ich meine so, solche Raketensachen, also diese beiden Raketensachen, die du da damals hattest, also das war damals das von heute, und das Ionengewehr und ohne Köder. Das wäre dann so, dann wären Kämpfer eigentlich schon Mann gegen Mann mit Strategie und hast nicht gesehen. Wenn du es jetzt so direkt spitz haben willst, aber ich find's so eigentlich okay. Ich find's auch okay. Das ist fein. Aber ich find's scheiße. Kann der da durchgehen? Hoffentlich nicht. Nee. Ja, dann war's das, Leute. Den Kampf haben wir First Try geschafft. Matchwunder. Wir werden am wenigsten Erfahrungspunkte. Der hat 6000. Der hat 7000, 6400. Oh. Tarantin hängt ganz schön hinterher, obwohl ich ihn vorher. Ja, wegen dem Bosskampf. Und weil er nicht geskillt ist mit. Oh, der muss angreifen. Weil er nicht geskillt ist mit dem Ionengewehr. Ich habe jetzt die anderen die ganze Skillarbeit machen lassen. Aber ist doch egal. Jo, Leute, den Kampf haben wir geschafft. Ich bin schon mal gespannt, wie der nächste Kampf ausfallen wird. Der wird nämlich etwas kniffliger. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.